und wir sind auch schon mitten im Jahr 2019 jetzt angekommen und jetzt ist es wirklich an der Zeit, auch mal einen Gang runterzuschalten, weil der Dezember, Weihnachten war einfach crazy und ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen Ordnung in die Bude bringen und ein bisschen runterfahren. Und ja, in den nächsten Tagen geht unser neuer Shop online. Den haben wir für euch komplett umgebaut und so gestaltet, dass das Shoppen jetzt noch für euch einfacher wird. Underwater Love kommt in limitierter Auflage und zwar voraussichtlich schon Ende nächster Woche. Den genauen Termin geben wir bekannt. Tragt ihn euch auf jeden Fall ein, weil, wie gesagt, die Auflage ist limitiert. Wenn der Boot weg ist, ist er weg, Mädels. Ja, und ihr wisst, wie das läuft. Es gab in der Vergangenheit oft Knatsch. Alle limitierten Auflagen werden so nicht wieder erscheinen. Also sichert euch eure Boots. Ja, was erwarten uns denn eigentlich für Modelle? Auf was für Modelle habt ihr denn Bock? Also, ich kann euch auf jeden Fall schon mal verraten. Street Rocks. Street Rocks ist ja quasi unser Klassiker, ja. Mit Street Rocks fing alles an und wir haben entschieden, Street Rocks bekommt einen Relaunch. Wir haben ihn nochmal komplett neu gestaltet und ich kann euch sagen, er ist mega geil geworden. Und es kommen immer wieder die Fragen, was ist mit Magic Butterfly, Wonderful Lotus, Ghetto Rocks oder eurem Liebling Black Mandala? Ich kann euch sagen, diese fast ausverkauft Artikel, die jetzt noch zum Teil bei uns im Shop erhältlich sind, werden so nicht wieder produziert. Aber wir sind bereits in der Planung, einige dieser Modelle wieder neu auferleben zu lassen in einem neuen Look. Welche Modelle das dann genau sein werden, das verraten wir natürlich jetzt an dieser Stelle noch nicht. Aber ihr könnt gespannt sein. Was haben wir noch für 2019 geplant? One Shopping Day mit Missy. Ich werde mit meiner Gewinnerin, wo auch immer das dann sein wird, einen Tag lang shoppen mit einem Shoppingbudget von 300 Euro. Werden wir zu dem Wunschmodell ein cooles Outfit zusammenstellen und da freue ich mich schon mega drauf. Shopping Queen. Ich bin nochmal dabei, aber diesmal als Shoppingbegleitung. Ja, die Drehtage waren auf jeden Fall wieder sehr lustig und ich kann euch sagen, es wird definitiv wieder sehr unterhaltsam. Ausgestrahlt wird wahrscheinlich, ich denke, im Februar, März. Irgendwann so um die Drehe. Es stehen noch viele andere schöne Projekte, Entwicklungen auf dem Plan. Was da genau auf euch wartet, werde ich euch jetzt noch nicht verraten. Deswegen folgt uns bei Instagram, Facebook und bei YouTube, dann seid ihr immer up to date. Everything is possible.